in die Wärme sollte es jetzt eigentlich heißen. Doch die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes lässt den Schalter der Maschine nach Hurghada, Ägypten, verweisen. Nur 40 von 160 Personen haben ihren Flug angetreten. NR News hat sich am Flughafen Düsseldorf bei ankommenden Urlaubern nach den aktuellen Eindrücken aus Ägypten erkundigt und auch mit ihren Angehörigen gesprochen. Sie warten gerade auf eine Maschine zurück von Hurghada. Haben Sie dort Verwandte in der Maschine? Ja, meine Kinder. Haben Sie sich denn jetzt Sorgen gemacht aktuell oder haben Sie was mitbekommen, wie es aktuell die Lage ist? Ja, wir haben uns natürlich aktuell immer informiert, wir haben uns auch Sorgen gemacht, aber wir hatten auch Kontakt zu den Kindern und die haben gesagt, da in Hurghada ist es noch relativ ruhig. Absolut nichts mitbekommen, man konnte ganz unbeschwert seinen Urlaub genießen, man konnte vor die Hotelanlagen gehen, also es war wirklich alles ganz ruhig. Ja, also in den Hotelanlagen war es jetzt immer mehr Gesprächsthema, weil viele natürlich auch deutsche Nachrichten dann geguckt haben, um sich auf dem Laufenden zu halten. Jetzt selber von der Hotelanlage hat man nichts gehört, dass es jetzt irgendwie eine Warnung gibt. Auch nicht, dass man jetzt nicht vor die Hotelanlagen gehen sollte, aber halt durch die deutschen Medien, durchs Fernsehen. Also im Hotel an sich nicht, nur durch die Nachrichten haben wir es mitbekommen. Ansonsten war alles dort in Ordnung. Also wir haben gar nichts mitbekommen. Wir haben uns natürlich schon informiert, ob in dem Ort, wo wir sind, die Unruhen auch sind, wie groß die sind. Aber dort war ja alles in Ordnung. Kein Alarm, nix. Also es war alles okay. Schade, unser Urlaub ist vorbei, haben wir gedacht. Ja. Doch nicht alle Urlauber kamen mit einem so beruhigten Gefühl zurück. Wir haben das jetzt auch das Auswärtige Amt Warnung ausgegeben hat. Ja, das haben wir nun auch erst gestern erfahren im Sinne. Die Tage zuvor waren alle entspannt. Gestern, da kamen die Gefühle schon höher und wir waren auch froh, dass der Flug schon bald war im Sinne. Also, dass wir nur noch nicht mal mehr 24 Stunden hatten, dass wir nach Hause fliegen konnten. Und waren wir schon recht froh drüber, auf eine Art, ja. Aber ein mulmiges Gefühl war gestern schon da, als an die Mann. Sehr, ja, also Mischgefühle sehr stark in dem Sinne. Man hat sich gefreut, nach Hause zu fliegen. Sie warten gerade auf jemanden aus der Maschine aus Hurghada? Ja. Auf wen warten Sie denn genau? Auf meine Tochter. Haben Sie ein mulmiges Gefühl jetzt, wenn Sie die ganzen Nachrichten gehört haben, mit den ganzen Krisen und Spannungen, die dort entstehen? Ja, das hatte ich 14 Tage lang. Und jetzt sind Sie beruhigt, dass sie im Flieger ist und nach Hause kommt? Dass sie jetzt hier ist, ja. Was hat sie denn geschrieben oder wie hat sie es beschrieben? Dass in der Region, wo sie gewesen ist, halt nichts los war. Also man hat nichts mitbekommen von den Unruhen. In welcher Region war sie denn genau? In Elguna. Also wir sind nur von Hurghada ausgeflogen, wir waren in Elguna selber und da hat man überhaupt nichts gemerkt. Wir haben es natürlich im Fernsehen so ein bisschen verfolgt, aber so war überhaupt nichts zu spüren. Also man merkt schon, dass die Ägypter auch so ein bisschen aufgeregter sind. Also so wie wir das auch von der Reiseleiter mitbekommen haben, glauben die nicht mehr daran, dass es sich entspannen wird. Also die rechnen auch schon damit, dass sie jetzt hohe Verluste einfahren werden. So wurde uns noch oft bestätigt, dass der Urlaub in Ägypten eigentlich ganz schön war und erst gegen Ende ein mulmiges Gefühl auftrat, als die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes verkündet worden ist. Sven Alheim von Clap on Action für NR News.